Liebe Freunde, herzlich willkommen beim ersten Teil von Caravan TV. Und man sieht, es ist heute wirklich sehr, sehr heiß. Ob es wirklich sehr, sehr heiß war, das muss man, glaube ich, auch den noch mächtigsten Mann der Welt fragen, nämlich den Herrn Biden, Joe Biden oder auch Sleepy Joe genannt. Denn der hat gestern wieder gezeigt, dass er alles andere als in der Lage ist, eine Atommacht und Supermacht anzuführen. Es war ja gestern eine Konferenz, wo auch der ukrainische Präsident Zelensky anwesend gewesen ist, und den hat er dort gleich einmal als Wladimir Putin begrüßt. Und ich mache mir da ehrlicherweise schon Sorgen, wenn es darum geht, dass dieser Herr bekanntermaßen immer den sogenannten Football mit sich trägt. Das ist also jenes Gerät, mit dem man auch überall auf der Welt Atomwaffen und Atomsprengsätze auslösen kann. Also ich glaube, die Amerikaner werden gut beraten, sich das zu überlegen, ob sie jemanden mit einem derartigen Gesundheitszustand, und es war nicht der erste Ausrutscher, den er gehabt hat, tatsächlich an der Spitze haben wollen. Und was mich als Europäer und Österreicher vor allem noch mehr schockiert, ist, dass es auch dieser Herr ist, der maßgeblich daran beteiligt ist, ob und wie der Krieg zwischen Russland und der Ukraine weitergeht. Wir wissen, momentan ist es ja so, dass die Amerikaner erheblich darauf drängen, Waffen in die Ukraine zu liefern und damit gleichzeitig natürlich auch den Krieg zu verlängern. Also mir bereitet das ein bisschen Kopf- und Bauchschmerzen, was hier gerade am Laufen ist. Nichtsdestotrotz muss man ja auch sich die Lage in Europa ansehen, denn auch dort drohen die Russen bereits den Amerikanern militärisch, den Deutschen militärisch. Warum? Weil die Amerikaner dort Langstreckenraketen, die dann natürlich auch nach Russland reichen würden, aufstellen möchten. Und da stellt sich mal schon die grundsätzliche Frage, ob wir in dieser Eskalationsspirale weiter dabei sein wollen oder nicht. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin froh, dass Viktor Orban zumindest den Weg gegangen ist, hier den Versuch zu starten, einmal zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln und ehrlich gemeinte Friedensgespräche aufzusetzen und nicht irgendeinen Heckmeck, den wir kürzlich in der Schweiz erlebt haben. Denn eines ist klar, die Sieger sind in dem Fall nur die Waffenlieferanten, die Waffenkonzerne, und das ist auch ganz klar, es gibt immer Profiteure in einem derartigen Krieg. Grundsätzlich ist es ja eben genau auch deshalb so wichtig, dass Österreich seine neutrale Rolle aufrecht erhält und wenn es überhaupt noch rettbar ist, und dass sich unsere ÖVP-Regierung eben nicht an diese ganzen Blödheiten anhängt, sondern hier dagegen auftritt und sagt, Moment, wir sind neutral, wir haben mit all dem nichts zu tun. Mit einem Herbert Kickl würde es das ganz bestimmt nicht geben, das kann ich euch hier garantieren. Ein wenig schmunzeln musste ich übrigens auch über die deutsche Außenministerin Baerbock, die jetzt tatsächlich gemeint hat, sie würde nun nicht mehr Kanzlerin werden wollen. Ja, als ob in Deutschland das noch zur Debatte stünde, dass diese Katastrophenfrau in irgendeiner Art und Weise für auch nur irgendein Amt geeignet wäre. Also Selbstbild und Fremdbild sind hier ganz, ganz enorm. Vor allem, wenn man sich auch den grünen deutschen Wirtschaftsminister Habeck ansieht, der hat dann auch davon gesprochen, dass Annalena Baerbock wirklich ausgezeichnet in ihrer Rolle aufgeht und außenpolitisch wirklich auf allen Klavieren spielt. Ja, genau, so ist es. Ich glaube, sie hat eher einen neuen Standard definiert, denn der Abstand zwischen zwei Fettnäpfchen ist bekanntermaßen ein Baerbock. Ja, also außenpolitisch eine sehr, sehr interessante Situation. Momentan hoffen wir, dass unsere Grünen hier in Österreich möglichst keinen weiteren Schaden mehr anrichten. Hoffen wir, dass das eben auch die ÖVP tun wird. Die aktuellen Umfragen zeigen, dass die ÖVP weiter abrutscht, während die FPÖ stärker wird. Die SPÖ kommt nicht vom Fleck, und sogar eine sinnlose Partei wie die Bierpartei dürfte demnach momentan den Einzug ins Parlament schaffen. Ich sage euch eines in diesem Zusammenhang, es wird nur mit einem Volkskanzler Herbert Kickl einen entsprechenden Wandel geben. Das ist in Stein gemeißelt. Ich gehe auch davon aus, dass die Mehrheit der Österreicher das auch so sieht. Und genau deswegen werden wir natürlich den ganzen Sommer daran weiterarbeiten, dieses Programm dann ab Herbst zur Entfaltung zu bringen und die österreichische Bevölkerung von dem Laster und dem Grauen dieser Bundesregierung, von der Last und dem Grauen dieser Bundesregierung zu befreien. Übrigens herzlichen Dank für die vielen neuen Abonnenten. Ihr wisst Bescheid, einfach ein Gefällt mir da lassen und ein Abo klicken und schon seid ihr am neuesten Stand. Liebe Grüße vom Campingplatz.